Das hier ist die Aufnahme zum Input Umgang mit Repressionen vom Strategiecamp. Es gab leider bei der Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten, sodass immer mal zwischendurch kleine Teile fehlen. Ich habe versucht, die jetzt im Nachhinein ein bisschen einzusprechen. Ansonsten gibt es auch die PowerPoint in der Videobeschreibung und da kann das auch gut nachgelesen werden und die Links angeklickt werden und so weiter. Viel Spaß. Und genau, ich habe das runtergeschrieben, nicht weil es so ein cringer Professional Vortrag ist, mein Name, sondern weil das so ein bisschen Pilotprojekt ist und ich einfach mal meine Gedanken zu den letzten 2,5, 3, 4 Jahren Repression, die ich irgendwie mitbegleitet habe durch Legalarbeit und durch Selbsterleben, versucht habe, das mal ein bisschen in so abstrakte so ein bisschen zu analysieren und so ein bisschen in Gruppen zu fassen und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich gerade die Repression gegen uns. Und ich merke, dass mir das gerade sehr hilft, Sachen einzuordnen und wieder neu darüber nachzudenken, wie können wir dem begegnen. Und deswegen will ich mal probieren, ob das euch auch hilft und ob das ein Konzept sein könnte, dass wir das noch mehr dann auch weiter durch euch als MultiplikatorInnen in der Bewegung so verbreiten, dass wie sprechen wir über Repressionen, aber auch wie nehmen wir sie überhaupt wahr und wie finden Repressionen überhaupt statt. Genau, und deswegen, das ist kein wissenschaftlicher Vortrag, sondern voll viel davon sind einfach nur meine Erfahrungen, zu denen ich mir irgendwie Kategorien und so ausgedacht habe. Deswegen steht da mein Name. Und darunter RATS e.V., das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, unser toller neuer Verein. Da auf der Website könnt ihr natürlich alle möglichen Infos zu, wie funktioniert die Legalarbeit, welche Supportstrukturen gibt es und so nachlesen. Darüber werde ich heute gar nicht sprechen. Ich gehe davon aus, dass ihr das alle wisst oder eben dort nachlesen könnt. Genau. Dann können wir direkt zur nächsten Folie. Muss ich da selbst draufklicken? Ja. Oder eine Person steht da. Ja, das ist ja okay, da bleibe ich mit mir. Warum gibt es überhaupt Repressionen gegen die Klimabewegung? Ist ja auch immer mal wieder eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssten. Ich habe in dieser PowerPoint ziemlich viel Text und auch teilweise Links zu Artikeln oder zu irgendwelchen Quellen, weil die auch so ein bisschen dafür gedacht ist, dass man die sich doch danach anschauen kann oder ihr die auch weiter verwenden könnt oder so. Genau, vielleicht. Ich habe Feedback. Genau, so, hier ist der Link zu einem. Danke. Hier ist der Link zu einem Artikel, auf dem ich letztens Sina Jonsson hingewiesen hatte, der sehr cool erklärt, worum geht es eigentlich in der Repression gegen uns? Warum gibt es die eigentlich? Das, was mit Repression ja oft dargestellt wird, ist, das sind Kriminelle. Die machen ganz schlimme Sachen, die sind gefährlich. Die sind vielleicht auch gewaltvoll, hier Nötigung durch Gewalt, keine Ahnung. Und deswegen müssen wir die unterdrücken. Aber die Gleichung ist eigentlich gar nicht besonders gefährlich und gewaltvolle Bewegung, deshalb viel Repression, wie wir zum Beispiel auch teilweise an den Traktorenprotesten gesehen haben, sondern besonders viel Überzeugungskraft, die die Legitimität der gerade Autorität innehabenden Institutionen, so der Regierung und so, besonders doll untergräbt, dann viel Repression. Da hat in dem Artikel, hier wurde ein Polizeipsychologe befragt, der schon sehr, sehr lange mit Polizei zusammenarbeitet. Und der hat eben da gesagt, dass es eigentlich um Diskurskontrolle geht bei Repression. Und dass die Gleichung eben ist, wenn eine Bewegung viel Repression erfährt, dann hat diese Bewegung viel Überzeugungskraft und Autoritäten sind eben überzeugt, wir müssen das versuchen, mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, irgendwie klein zu halten. Und das trifft eben voll auf uns zu und ist, glaube ich, schon mal wichtig, jetzt so als Anfangseinstieg zu verstehen, es ist nicht, weil wir was Kriminelles machen, dass so viel Repression gegen uns kommt und auch nicht, weil wir was Gewaltvolles machen, sondern weil die herrschenden Eliten tatsächlich Angst haben, dass wir Veränderungen bewirken könnten mit unserer Überzeugungskraft. Deswegen erfahren wir Repression. Ja, Repression, was ist das eigentlich? Ich habe mich mal an einer groben Definition versucht, also irgendwie alle Maßnahmen, Staatsmänner und auch privatwirtschaftliche Akteure, die darauf gerichtet sind, zivilgesellschaftliches politisches Engagement zu unterdrücken und davor abzuschrecken. Der Duden sagt, das ist die Unterdrückung von Kritik, Widerstand, politischen Bewegungen, individueller Entfaltung, individuellen Bedürfnissen. Wir haben lange und immer wieder versucht, andere Worte für Repression zu finden, irgendwie was Deutscheres, Verständlicheres.
aber es hat sich mittlerweile so eingeschliffen und es beschreibt halt eben diesen ganz spezifischen Akt der Unterdrückung. Deswegen bleiben wir jetzt auch einfach mal dabei, habe ich so entschieden. Und was auffällig sein wird auch in dem, was ich hier versuche zu tun, ist, dass ich manchmal Probleme mit Sprache bekomme, weil viel englische Worte so Konzepte beschreiben. Ich hoffe, es bleibt trotzdem verständlich. Du kannst weiter drücken. Repression backfiring. Das ist nämlich zum Beispiel auch wieder Englisch und bedeutet im Prinzip, dass Repression Bewegung auch stärken kann. Also, dass die Repressionen zurückschlagen, backfiren und genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen sollen. Und das bin ich mir nicht sicher, ob das auch in so wissenschaftlichen Texten schon existiert, habe ich mir jetzt so eine Unterscheidung in zwei verschiedene Zweige überlegt. Einmal externes Backfiring, einmal internes Backfiring. Ich glaube nämlich, dass es einmal, damit haben wir auch schon viel gearbeitet, uns Gedanken dazu gemacht, in welchen Situationen kann das passieren, passieren kann, dass Menschen neu mobilisiert werden und zu einer Bewegung dazukommen, wegen Repression. Wenn die Gesellschaft Repression als ungerecht wahrnimmt, dann kann sie das mobilisieren gegen den Unterdrücker, gegen die Unterdrückerin, und die Unterdrückerin verliert damit Legitimation. Aber es gibt eben auch internes Backfiring, das kennen bestimmt auch einige von euch, dass innerhalb der Bewegung Menschen durch Repressionen radikalisiert werden. Das ist irgendein Wort, das immer sehr blöd gegen uns verwendet wird, aber im Prinzip bedeutet das zum Beispiel, ich habe mich von der Brücke abgeseilt und bin dann 5 Tage in Präventivgewahrsam genommen worden in Bayern, ohne dass ich wusste, dass das realistisch möglich ist. Das hat mich durchaus mit der Wurzel des Problems im System vertrauter gemacht. Und dazu gebracht zu sagen, so, hey, wir haben ein grundlegendes Problem, was irgendwie bearbeitet werden muss. So, es ist nicht alles okay in unserem Rechtssystem. Und wir natürlich als die Betroffenen von Repressionen spüren die Ungerechtigkeit und auch diese bewusste Willkür, die da teilweise angewandt wird, am stärksten. Und das kann die Bewegung auch stärken, zu sagen, so, ey, hier läuft was so falsch, so wird mit uns umgegangen, dann jetzt aber erst fucking erst recht so. Und das beobachte ich auch immer wieder bei uns in der Bewegung. Und das macht uns, glaube ich, auch wirklich stärker und ist auch nicht zu unterschätzen. Genau, diese beiden Arten von Backfiring gibt es. Genau das. Smart Repression. Und da werde ich hauptsächlich jetzt drüber reden und versuchen, das als Konzept zu greifen. Smart Repression, da habe ich jetzt aus so einem Artikel von Smithy und Kurz eine Definition geklaut. The use of tactics by authorities that are deliberately crafted to demobilize movements while mitigating or eliminating a backfire effect. Das heißt, Authorities, also so die Behörden, der Staat, wie auch immer, überlegen sich gezielt Taktiken, die so designt sind, dass sie möglichst gut die Bewegung entschleunigen, demobilisieren, unterdrücken und trotzdem so wenig wie möglich Backfiring-Effekte erzeugen. Das heißt, die haben dieses Phänomen auf dem Schirm und es ist auch so schon im System immanent, hat das System gelernt, es gibt dieses Backfiring-Phänomen und Möglichkeiten gefunden, wie möglichst wenig Backfire-Effekte passiert. Und ich habe geschrieben in Deutschland 2021 bis 2024, weil das ist so mein intensiver Beobachtungsbereich. In anderen Ländern, das kriegt man jetzt auch aus dem A22-Network teilweise mit, gibt es auch Smart Repression und es ist aber von Land zu Land immer so ein bisschen unterschiedlich, worin das zum Beispiel liegt. Zum Beispiel in Großbritannien oder Kanada sind Bail Conditions ganz krass. Also da kriegen die Menschen ganz krasse Bewährungsauflagen, wie zum Beispiel, sie dürfen mit keinen Menschen in der Klimabewegung Kontakt haben oder nicht öffentlich über das Klimathema sprechen oder müssen so eine elektronische Fußfessel tragen und halt dann immer nachts zu Hause sein und solche Sachen, was es in Deutschland nicht so gibt. Dafür sind hier eben andere Komponenten vielleicht ein bisschen größer. Ich habe es jetzt hauptsächlich auf Deutschland zugeschnitten natürlich. Und ich sehe so ein bisschen, die will ich jetzt nacheinander vorstellen, 3 Hauptbereiche, die sich natürlich überschneiden, in denen Smart Repression stattfindet. Das ist einmal Medien und Politik, Verleumdung und Vorverurteilung, systemische Smart Repression habe ich das genannt und deliberate Smart Repression, da fehlt mir wieder ein gutes deutsches Wort. Also bewusste Entscheidungen eigentlich noch so ein bisschen feintunen. Nächster Punkt.
Medien und Politik. Was ist so der Zweck, was ist die Funktion und die Wirkung davon, dass wir öffentlich verleumdet und öffentlich vorverurteilt werden? Die Wirkung ist natürlich, Menschen davor abzuschrecken, zu uns dazuzukommen, dass so Terroristinnen, die sind schlimm, die sind extrem, die sind kacke, dass wir ein schlechtes Image bekommen, dass die Gesellschaft die Kriminalisierung eher hinnimmt, wenn von Anfang an seit den ersten Straßenblockaden PolitikerInnen uns als Extremistinnen, als Terroristinnen und als Kriminelle bezeichnen, dann ist es für die Gesellschaft normaler, dass wir dann auch tatsächlich eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe bekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, gerade in unserem Fall, Hass und Gewalt aus der Gesellschaft erhöhen den Druck auf die Bewegung. Wenn nicht die Bild-Zeitung, aber auch teilweise ganz normale andere große Medien diesen Hass und diese Gegenwehr gegen uns als Bevölkerung ständig legitimieren würden und darüber sprechen würden, ob es nicht doch Notwehr ist, dass man sich gegen so eine Straßenblockade wehrt und solche Sachen, dann gäbe es auch nicht so viel Hass und Gewalt aus der Gesellschaft. Das wird da wirklich ganz gezielt angeheizt und das ist ein super Extradruck. Also diese ganze Repression ist ja so ein ständiges, was so auf uns lastet. Und so Hass und Gewalt aus der Gesellschaft dann auch noch abzukriegen, macht es natürlich noch viel härter und kostet die Repressionsbehörden sehr wenig. Genau, das sind alles so die Funktionen von einfach nur Vorverurteilung, von einfach nur Sprache. Im Prinzip öffentlichen Framings, die gegen uns gefahren werden. Da sind wir noch gar nicht im Gericht oder im Gefängnis in dieser Stufe. Da habe ich jetzt schon ein paar Beispiele mitgebracht. Es ist ja auch ein Problem an Repression, dass das so diffus ist, dass wir keine richtigen AntagonistInnen haben. Das dort ist einer unserer Antagonisten, Frank Schäfer. Merkt euch dieses Gesicht, es sind sehr häufig weiße Männer in Anzügen, die unsere AntagonistInnen sind. Frank Schäfer hat einen neoliberalen Think Tank gegründet, der Teil des Atlas Networks ist. Ich habe da einen Artikel verlinkt, der sich mit dem Atlas Network beschäftigt und wie das global verschiedene neoliberale Thinktanks und Menschen mit sehr viel Geld und sehr viel Macht zusammenbringt und die Fossilindustrie und so und gezielt versucht, KlimaaktivistInnen zu dämonisieren und zu delegitimisieren, weil sie sehen, dass ihre Machtstellung in der Welt angegriffen wird durch die legitime Überzeugungskraft von KlimaaktivistInnen. Wenn man sich das mal anschaut, wenn man sich damit beschäftigt, was da für Geld und für Kapazitäten mobilisiert werden, um uns zu unterdrücken, da kriegt man nochmal ein ganz anderes Gefühl von Stolz für die paar Erfolge, die wir feiern können, für die Aufmerksamkeit, die wir kriegen, für die Möglichkeiten, wo wir wirklich die Nachricht von Liebe und von Überleben und von Wahrheit und Gerechtigkeit irgendwie in die Welt raussagen können, wenn man sieht, wie viel Mühe die sich geben, das zu wissen. Die haben richtig fucking Angst. Und das ist eben zum Beispiel auch einer der ersten gewesen, die uns als Extremisten bezeichnet haben. Der hat diesen Kartoffelbrei auf Monet-Wurf direkt auch als Terrorismus bezeichnet und unser Klima-RAF und so. Da steigen dann direkt halt auch ganz viele andere drauf ein, andere Politikerinnen. Genau. So, dann haben wir noch ein weiteres Beispiel, Phänomen. So die Instrumentalisierung hier des Todes der Radfahrerin im Herbst 2022. Können sich bestimmt viele ja auch noch daran erinnern. Da wurde im Prinzip der tragische Tod einer Frau, die von einem Betonmischer überfahren wurde, instrumentalisiert, uns zu delegitimieren. Tagelang war nur in den Medien, sie sind vielleicht, haben damit zu tun. Ich habe hier Ausschnitte aus einem Artikel vom Deutschlandmedien berichten, Helfer wegen Aktivisten im Stau, die Welt, was da auf ziviler Ungehorsam, Tagesschau, die Verhöhnung von Demokratie und Rechtsstaat, FAZ. Und dann alles, was kommt, nachdem wenige Tage später die SZ schreibt, ach so, das war wahrscheinlich gar nicht kausal. Also hatte, es war ja davor schon irgendwie eine krasse Konstruktion, aber es hatte wirklich kausal auch gar nichts mit dem Tod zu tun. Schreibt zum Beispiel die Bild, die Verspätung der Rettungskräfte hat die Notfallversorgung laut einem Vermerk der Berliner Feuerwehr letztlich nicht beeinflusst, wie die Süddeutsche Zeitung am Freitag berichtete. Dennoch sind viele entsetzt und verärgert über die Klimakleberaktion. Das ist total krass und auch noch Wochen und Monate danach ist das als Beispiel trotzdem immer wieder aufgekommen, warum das gefährlich ist und haben immer noch crazy Trolle in sozialen Medien geschrieben, ihr seid Mörder und keine Ahnung. Und Menschen aus der Straße so angeschrien. Und was das natürlich für einen Druck auf uns ausübt, auf die Menschen, die da tatsächlich sitzen,
auch überhaupt diesen Vorwurf zu bekommen und dass das so angeheizt wird. Und wir sehen hier eine Tagesschau, FAZ und so, das ist jetzt kein rechtes kleines Klatschblatt, sondern das wird wirklich zentral mitgetragen. Also ja, darüber lässt sich schreiben. genau, ich glaube, wir können weiter. Und dann, das finde ich auch ein sehr schönes und krasses Beispiel davon, das bewusste Missverstehen von Protesten. Oh, hier fehlen irgendwie, ah ja, das ist jetzt, weil es ein anderes Programm ist und ich hatte extra Sachen markiert. Wir sehen hier drüben, was eigentlich wir wollten mit diesem Protest. Der Protest der Klimaschutzaktivisten richtet sich gegen die Bundesregierung. Die Regierung ist vor der Verfassung in der Pflicht, unsere Lebensgrundlagen und Freiheit zu schützen. Die Regierung kommt ihrer Pflicht nicht nach. So weit, so gut. Wir haben schwarze Farbe auf das Grundgesetzdenkmal gemacht und da Plakate dran geklebt mit irgendwie, was ist mehr wert, Erdöl oder unsere Grundrechte. Und darauf hat durchweg, durch alle politischen Lager, wurde reagiert mit, dort haben wir Alexander Throm, CDU, jetzt haben sie auch ihre Missachtung gegenüber unserem Grundgesetz deutlich gemacht. Jetzt müssen wir endlich Handel und Strafvorschriften verschärfen. Oder noch schärfere Töne von FDP, Konstantin Kuhle. Wenn sich dieses Tempo der Radikalisierung fortsetzt, muss die letzte Generation früher oder später vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Von derartigen extremistischen Tendenzen müsste sich die Klimabewegung distanzieren. Zu der Aktion gab es übrigens am Amtsgericht einen Freispruch später, weil schon wenige Stunden danach der Regen, ja genau, weil wenige Stunden danach hatte der Regen diese Farbe schon abgewaschen, das war nicht strittig. Welche Radikalisierung? Und da wir haben auch SPD, Michael Roth hat uns mit den Taliban verglichen, das als billige, würdelose Aktion. Das ist total absurd. Und es wird aber logisch, wenn wir bemerken, dass natürlich diese Aktion besonders die Legitimität und Autorität der herrschenden Mächte gerade angegriffen hat. Wir sagen explizit, die halten sich nicht an das Grundgesetz und dann wird uns vorgeworfen, wir missachten das Grundgesetz und haben offensichtlich keinen Respekt mehr vor den Institutionen, was ja eigentlich wir vorgeworfen haben. Und das wird dann mit so einer Macht gemacht, dass natürlich manche Leute das auch lustig fanden, die uns vielleicht eh verstehen, aber dass es bei einer großen Masse der Bevölkerung dann halt nicht richtig ankommt. Sondern da ist viel Definitionsmacht und viel öffentliche Macht, die die PolitikerInnen haben, wenn die so bewusst das falsch verstehen. Genau, also das ist auch ein sehr krasses Beispiel davon und das ist eben Teil von Repression. Wir dürfen das nicht unterschätzen, dieses öffentliche Meinungsmache. Repression ist nicht nur, ich war im Knast. Repression ist auch all das, was davor und drumherum schon passiert. Nächster Punkt. Systemische Smart Repression. Damit versuche ich zu beschreiben, dass nicht alle Smart Repression eine Einzelperson ist, irgendein Staatsanwalt, irgendeine Polizistin, die da sitzt und sich überlegt, wie kann ich das denn am klügsten machen, sondern dass das so richtig Einzug gefunden hat in die Art und Weise, wie das System selbst damit umgeht. Das System hat schon davon gelernt. Und das ist aber trotzdem Smart Repression. Und das ist eben besonders diese Verantwortungsdiffusion, dass 1000 einzelne Staatsanwaltschaften in jedem Bundesland, in jeder Stadt ihr eigenes Ding machen und jede Stadt dann noch wieder glaubt, ich müsste hier meine eigenen Bescheide erlassen und es eben diese klaren Antagonisten nicht gibt, sondern alles ist irgendwie, ja, jeder hat da ja seine Rolle drin. Dann eben dieses Ersticken in Bürokratie. Du kriegst 10.000 Briefe wegen jedem Kleinscheiß und musst jedes Mal richtig darauf reagieren, verstehen, was da überhaupt drinsteht. Es ist übelst der Pain und viele kleine Sachen anstatt wenige große. Wenn ich viele kleine Geldstrafen bekomme, jedes Mal zu einem einzelnen Gericht fahren muss, jedes Mal noch einen Gebührenbescheid bekomme und dann noch jedes Mal irgendeinen Bescheid von, wenn ich mich auf diese spezifische Straße setze, muss ich 10.000 Euro bezahlen, dann hat eine Sache davon relativ wenig Backfiring-Effekt. Wenn ich jetzt Nachrichten, so wenn ich der Presse erzähle, ich habe eine Geldstrafe bekommen von 1.000 Euro, dann berichten die da nicht groß drüber, das backfiret nicht groß. Aber für mich selbst ist die Kumulation von diesen 1.000 kleinen Sachen natürlich trotzdem genauso krass unterdrückend, vielleicht sogar noch schlimmer, weil man auch sich selbst gegenüber eben dieses interne Backfiring auch nicht so doll spürt. Ich spüre nicht so doll dieses Gefühl von, ich werde jetzt hier total ungerecht und übertrieben behandelt und deswegen setze ich mich jetzt dagegen extra zu wehren, dann gehe ich halt in den Knast. Sondern es ist so ein ganz dumpfes Eindrücken von allen Seiten und ich weiß nicht so richtig, gegen was soll ich mich jetzt gegen das nächste auch noch wieder wehren. Ach, jetzt wird es eben gerade langsam mühsam.
Und das ist ein total riesiger Teil von dieser Smart Repression, warum das große Backfiring da so behindert wird. Und das ist super systemisch. Das sind keine einzelnen Menschen, die das unbedingt entscheiden, wie das gemacht wird. Da ist eben eines der größten Beispiele, habe ich schon genannt, die Gebührenbescheide, wo jedes Bundesland andere Gebührenbescheide auf anderen Rechtsgrundlagen erlässt. Das sind immer so kleine, wenige 100 € Gebühren, aber das läppert sich natürlich total. Und der Widerspruch dagegen hat nicht mal aufschiebende Wirkung. Das heißt, ich kann widersprechen, muss aber trotzdem zahlen. Irgendwann später kommt dann vielleicht mal eine Entscheidung in der Klage und vielleicht wird sogar aufgehoben. Aber der ganzen Zeit dazwischen habe ich weder mein Geld noch die Sicherheit, dass ich es wiederbekomme. Das ist natürlich super krass, aber kriegt darüber mal einen Backfiring-Effekt hin. Das ist total schwierig. Und ähnlich ist das ja mit Strafbefehlen oder mit so Sachen wie mit dem beschleunigten Verfahren. Das ist immer wieder, wo so kleine Tweaks gibt, die halt so besonders stressig sind. Eben auch zum Beispiel die Strafbefehle. Jedes Mal muss ich die geistige Präsenz und den Zweckfrist den Widerspruch einlegen. Wenn ich das nicht mache, bin ich verurteilt. Das ist nicht der Normalfall. Normalerweise, wenn ich ein Strafverfahren habe, dann kriege ich eine Anklageschrift und muss halt dann einfach zum Gericht irgendwann hin, kann es aber halt nicht verkacken auf meiner Seite. Das ist auch ein total krasser Teil von Smart Repression, der uns noch viel mehr lähmt, weil wir müssen da den Überblick drüber behalten und es ist alles total kompliziert und der denen weniger Aufwand macht. Und halt auch diese Kombination von Strafrecht, Zivilrecht, Verwaltungsrecht, alles ist irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen, passieren tausend Dinge, ist auch krass. Genau, ja, und dann meinte ich schon, jede Behörde halt und teilweise auch Unternehmen, alle fühlen sich zuständig, im Zweifel auch irgendwelche Trolle im Internet, für Repression zu sorgen. Alle denken sich was aus. Da haben wir in Frankfurt gehabt das Experiment Meldeauflagen, gegen das wir gewonnen haben. Da haben wir in mehreren Städten Allgemeinverfügungen gehabt, gegen die wir uns dann da irgendwie wehren mussten. Da hat München immer noch den Königsplatz meiner Ansicht nach innen mit dem Sekundenklebertransportverbot. Also da haben sich ja wirklich alle irgendeinen Scheiß ausgedacht. Und man muss halt mit dieser ganzen Masse irgendwie Umgang finden. Das ist richtig anstrengend. Und der dritte Teil, kann ich weitermachen? Deliberate Smart Repression, also so diese bewussten Entscheidungen in Einzelfällen. Damit kann eben nochmal so das, was eh schon systemisch passiert, nochmal auf die Situationen angepasst werden, auf das aktuelle Klima in der Gesellschaft, so das politische Klima, wie stark ist gerade die Bewegung, wie viel Zulauf haben die gerade. Und in einzelnen Situationen, wo dann das Backfiring besonders gut funktioniert, da treffen dann auch wirklich PolitikerInnen oder Einzelpersonen in Behörden bewusst Entscheidungen, wie das Backfiring in diesem Fall abgemildert werden kann. Oder es kann eben auch entschieden werden manchmal, okay, hier nehmen wir jetzt ein bisschen mehr Backfiring in Kauf, dafür, dass wir aber auch mehr abschrecken und da werden wirklich bewusste Entscheidungen getroffen. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Beispiele. Sorry, dass ich das gerade so schnell mache, ihr könnt es euch danach nochmal anschauen. Ich habe nur Sorge, dass ich hier voll überziehe. Wie sieht es aus? Ah, okay, geht. Kannst du weitermachen, das nächste? Die erste Bayern-Kampagne, Herbst, das war im November 2022. PAG-Gewahrsam in München, da waren mehrere Menschen, das waren nicht ganz 19, da waren noch ein paar andere dabei, die kürzer drin waren, ich glaube 13 waren es oder so, sollten 30 Tage in Präventivgewahrsam sein und wurden dann nach 23 Tagen am 26.11. überraschend vor den Knast gesetzt, aufgrund eines Tweets der letzten Generation. Und auch in der Pressemitteilung gab es, glaube ich, auch dazu. Wir hatten mitgeteilt am Abend zuvor, dass wir auf Taten der letzten Sitzungswoche des Bundestages hoffen. Und wir warnten aber gleichzeitig vor einem Neustart der Proteste mit mehr Schlagkraft. Man werde die Zeit nutzen, um die vielen Menschen, die sich der Bewegung aktuell anschließen, ordentlich zu trainieren und einzubinden, um mit noch mehr Menschen wiederzukommen. Genau solche Pressemitteilungen sind übrigens die Momente, die ich meine, auf die wir richtig stolz sein können, die richtig badass sind. Das war nämlich eine Zeit, da haben sich echt viele Menschen angeschlossen, da hat Backfiring funktioniert, weil wir uns bewusst diesen Plan überlegt hatten. Wir gehen dann nach Bayern, wir fordern die heraus, dieses Terrorismusabwehrgesetz, dieses PRG gegen uns zu verwenden und da werden sich doch dann die Leute drüber aufregen. Ja, sie haben sich drüber aufgeregt, wir haben Zulauf bekommen, es gab Demonstrationen dazu,
Carla war bei Anne Will und hat die Gesichter derer, die in Gefangenschaft waren, Joachim Herrmann, dem Innenminister, unter die Nase gehalten und gesagt, gucken Sie hier, diese Mutter, diese Handwerker, die haben Sie eingesperrt, obwohl die sich für eine gute Zukunft einsetzen. Und die haben richtig Stress gekriegt und sich überlegt, wie werden wir diese Leute los, die wir im Knast haben? So, die müssen echt ganz dringend raus. Und es war wirklich einfach, diese Pause anzusetzen. So, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle seit langer genug dabei. Manchmal ist es echt einfach schon sau anstrengend, was wir machen. Und dann ist man irgendwann auch so, hey, wir kündigen jetzt einfach mal eine Woche Pause an. Dann wundert sich niemand, ist ja auch ein bisschen ein strong move, sowas zu machen. Dann kommen wir stark zurück. Kein Mensch hat daran gedacht, dass das dazu führt, dass die Leute in Stadelheim vor die Tür setzen. Ich meine, es ist ja zur Gefahrenabwehr, weil das so gefährlich ist, wenn die auf freiem Fuß sind, müssen sie wirklich komplett das härteste Mittel, das der Staat hat, ihrer Freiheit beraubt werden. Und dann reicht es, dass irgendein Dulli mit dem LG-Fahrzeug die Entscheidung, wir wollen die hier nicht mehr haben. Und seitdem hat auch die Polizei in München nie länger als 14 Tage Präventivgewahrsam beantragt, weil sie gelernt haben, okay, nee, schlecht, so wollen wir nicht, backfiring. Das ist ein Beispiel, ein, finde ich, sehr eindrückliches Beispiel für, da wurde bewusst Backfiring vermieden. Anderes gutes Beispiel sind die kriminelle Vereinigungsverfahren, die halt auch sehr bewusst und taktisch geführt werden, wo wir zum Beispiel in München diese Vorverurteilung auf der Website hatten, wo sie geschrieben haben, ja, das ist eine kriminelle Vereinigung, wer spendet, macht sich strafbar. Und dann danach, oh ja, hups, jetzt wurde ich in der Bundespressekonferenz kritisiert, dass das ja nicht rechtsstaatlich wäre, das zu behaupten, uns ist ein Fehler unterlaufen. Natürlich ist denen kein Fehler unterlaufen, sondern sie haben vorher abgewogen, okay, der Shitstorm, den wir dafür kriegen, versus Menschen, die abgeschreckt sind, lohnt sich, machen wir. Ähnlich kann man zum Beispiel auch sehen, bei dem Verfahren in Neuruppin beginnt unsere Akte 2 Tage nach der Innenministerkonferenz, wo beschlossen wurde, dass sie ein Lagebild über die letzte Generation erstellen wollen. Da weiß man jetzt auch, wie der Staat Lagebilder erstellt. Und besonders spannend finde ich da auch das 129er-Verfahren in Flensburg, wo sie sich direkt gedacht haben, was ist eigentlich unser billigstes Repressionsinstrument? Die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, weil die hat nämlich nie irgendwas zu tun. Und die haben ja sofort, also die fangen an mit diesen Ermittlungen und normalerweise werden jahrelang verdeckte Ermittlungen geführt mit dem 129 und Leute ausspioniert und geguckt, dass irgendwelche Straftaten und Vereinigungen irgendwie vermieden werden können und dann wird es vielleicht irgendwann mal angeklagt, aber auch das nur in 5% der Fälle. Und Flensburg, die fangen an zu ermitteln und sind direkt hier Pressemitteilung. Wir ermitteln übrigens. Habt Angst. Und haben sich halt direkt gedacht, so, ey, ehe wir jetzt hier anfangen, übelst teuer zu ermitteln, lass sie doch einfach Angst machen, dass sie ermitteln und vielleicht trauen sich dann auch schon manche nicht mitzumachen. Und das ist so das Level, auf dem das stattfindet. Es ist aber auch in kleineren Sachen, das finde ich auch noch ein wichtiges Beispiel. Letztens habe ich ein Telefonat geführt mit einem Menschen, der von der Staatsanwaltschaft in einem ganz normalen Verfahren in Heidelberg, die das Angebot bekommen hat, schon bevor der Prozess war, wir stellen dein Verfahren gegen Auflage ein, also nach 153a StPO, so, du musst dann auch irgendwie ein bisschen Geld bezahlen, dann ist es eingestellt, steht nicht im Führungszeugnis und so, ist keine Geldstrafe, wenn du dich schriftlich von der letzten Generation distanzierst. Was für ein krasser Psychomove ist das eigentlich? Weil der Mensch war so, ja, wie ist das denn, wenn ich das jetzt mache, einfach um diese Einstellung zu kriegen, weil wäre schon nice, ich habe schon Angst vor dem Gerichtsverfahren. Ist es dann blöd, wenn ich noch zur Massenbesetzung gehe und dann soll ich vielleicht da vorsichtig sein oder da? Und dann meinte ich erstmal so, das ist total die krasse Repression, das ist total der Psychoterror. Das ist vor allem auch ein krasser Missbrauch des Strafrechts für politische Zwecke und das ist nicht in Ordnung. Und wenn du mich nach meiner strategischen Meinung fragst, würde ich sagen, du nimmst ein öffentliches Statement dazu auf, wo du sagst, hier wird das Strafrecht politisch missbraucht und das ist nicht in Ordnung. Und natürlich musst du das dann für dich selbst entscheiden, wie geht es mir damit? Kann ich das leisten, gerade da so in der Öffentlichkeit zu stehen? Will ich das vielleicht trotzdem machen und finde für mich selbst einen Weg, wie ich mich trotzdem da stark drin fühlen kann, wie ich vielleicht in die Distanzierung mir noch irgendwie in ein eigenes Loophole reinbaue, was ich irgendwie intelligent finde oder mit denen verhandle, dass es vielleicht doch ohne Distanzierung geht und dann einen kleinen Win habe. Das muss jede Person dann für sich selbst ausmachen. Aber das ist krasse Repression und das ist die Aufgabe von uns als Orga-Menschen auch, Menschen zu helfen, das zu erkennen, wann sie überhaupt Repressionen ausgesetzt sind. Ich hatte letztens eine Austauschrunde darüber, haben wir am Anfang einen Check-in gemacht, was für Erfahrungen hast du schon mit Repressionen gemacht? Und mehrere Menschen haben erzählt, ja, ich habe eigentlich noch gar keine Erfahrungen mit Repressionen gemacht, weil ich habe mich bisher noch nicht getraut, an der Straßenblockade teilzunehmen.
Ja, dann hast du offensichtlich Erfahrungen mit Repression gemacht, weil das ist ja genau das Ziel der Repression. Sind alle da ungefähr schon, oder? So können wir damit arbeiten mit der Menge an? Ja. Ein paar fehlen vielleicht. Aber mit etwas Glück und Technik gibt es das ja auch nochmal in Zukunft zu sehen. Okay. Danke, dass ihr das gemacht habt, die Austauschrunde. Das ist auch so ein bisschen, das war jetzt natürlich wenig ausführlich, aber es ist ein bisschen eine Konzeptidee von mir, die gerne noch weiter ausgearbeitet werden darf von uns allen gemeinsam, dass es cool sein kann, in Widerstandsgruppen auch gerade mit Menschen, die sehr neu dazu kommen, diese Austauschrunden zu machen und gemeinsam zu schauen, wann habe ich mich denn in Repression. Ja, als wir sind. Und deswegen, ja, müssen wir besonders smart sein und es ist aber auch schon geil, was wir alles hinkriegen. Ich habe 3 Punkte überlegt. Das eine ist, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Repression sehr klar benennen und identifizieren. Ich glaube, die größte Falle, in die wir jetzt gerade tappen können, besonders auch mit dieser Strategieänderung hin zu, wir machen nicht mehr ganz so disruptive Sachen, sondern versuchen ein bisschen einstiegsfreundlicher zu sein, dass wir anfangen, Repression so ein bisschen auf die Seite zu schieben und so ein bisschen zu vertuschen und uns nicht mehr so richtig damit zu beschäftigen, weil diese diffuse Angst davor, da irgendwas kommt da doch, ich habe letztens gehört, irgendwo stand in der Presse, gab es nicht mal irgendwie Haftstrafen, gab es nicht mal dieses und jenes, das hat fast noch eine dollere, also die Angst vor etwas, das mir unbekannt ist, kann ja noch viel stärker sein, als die Angst vor etwas, das ich klar benennen kann und wo ich mich dann mit anderen darüber auslassen kann, wie ich dem begegnen kann. Und besonders bei dieser Smart Repression, wo wir es mit dieser Verantwortungsdiffusion zu tun haben und mit diesem aus 1000 Richtungen, auf 1000 verschiedene Arten wird da irgendwas gemacht, ist es besonders wichtig, wenn wir die zum Beispiel mal identifizieren können, unsere AntagonistInnen mal klar zu benennen. Und klar zu benennen, wie funktioniert denn das und wie funktioniert denn das, uns damit auseinanderzusetzen, um wirklich zu verstehen, mit was wir eigentlich konfrontiert sind. Dann der zweite Punkt ist Repression aktiv begegnen. Und nicht nur darauf reagieren. Das hat folgende Punkte. Einmal Repression als Aktion sehen und nicht nur als Reaktion. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, auch immer wieder in der Bewegung. Und es ist immer noch aktuell und wir vergessen das immer noch manchmal. Und es ist auch super schwierig, diesen Vibe aufrechtzuerhalten bei all diesem kleinen Scheiß, der immer reinkommt. Aber es ist so wichtig. Und das Ganze findet sich so ein bisschen in dem Grundsatz, wir müssen versuchen, in allem, was wir tun, in unserem Umgang mit Repressionen, immer uns darauf zu besinnen, dass wir im Widerstand sind und dass wir das nicht richtig finden, dass wir unterdrückt werden. Dass wir das falsch finden und dass wir davon nicht zusammenbrechen wollen, sondern dass wir dagegen im Widerstand sind. Und dann in den einzelnen Situationen darüber nachdenken, wie kann ich das denn zu meiner Aktion machen? Wie kann ich denn hier widerständig sein in dieser Repression? Und das kann zum Beispiel sein, jetzt dieser Boykott der beschleunigten Verfahren zuletzt. Es werden diese ganzen beschleunigten Verfahren auf uns eingeprasselt, das ist ultra stressig, schnell die Anwälte zu organisieren, die Ladungen kommen voll spät und dann sind wir irgendwann so, fuck this shit, wir boykottieren das jetzt einfach, das ist rechtswidrig und unfair, wie hier gegen uns vorgegangen wird, wir machen da nicht mehr mit. Und in dem Moment ist es zur Aktion geworden. Und in dem Moment waren die Leute da und waren, okay, wenn ich jetzt zu Hause eingesammelt werde und vorgeführt werde von der Polizei, so be it, das ist jetzt meine politische Aktion, ich boykottiere das jetzt. Und sofort ist das nicht mehr Teil dieses Repressions, auf mich einprasselt, sondern eben eine Aktion, wo ich Widerstand aktiv leben kann. Und das kann aber auch sein, irgendwie mir wird eine Einstellung angeboten und ich merke, boah, es wäre richtig angenehm, jetzt hier keine Geldstrafe zu bekommen. Aber ich will jetzt auch nicht hier Einstellung gegen Auflage und dann ist es ja so, als hätte ich die Schuld zugegeben oder so. Dann überlege ich mir, wie kann ich jetzt zum Beispiel nochmal ein Statement an die Richterin geben oder was dazu sagen, wo ich sage, ich nehme das an, weil ich total belastet davon bin, 1000 Verfahren zu haben. Ich finde es unfassbar falsch, dass das gemacht wird. Sie sollten sich dafür schämen, welche Rolle sie gerade in der Geschichte spielen. Aber ich habe auch keinen Bock auf die Geldstrafe und deswegen nehme ich das an. Auch das kann ein Akt des Widerstandes sein.
auch wenn es keine Riesenaktion ist mit ich klebe mich am Tisch im Gerichtssaal fest. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass wir das präsent haben, dass wir bei all diesen kleinen Repressionssachen auch als Gruppen, das ist so wertvoll, wenn wir das zusammen machen, uns darüber austauschen, wie kann ich denn da aktiv mit umgehen? Ich habe da jetzt auch teilweise bei den Sachen, wo Menschen erzählt haben, da habe ich mich mit schwach gefühlt. Ich habe das und das nicht so richtig verstanden. Oder ich bin zum Beispiel oft alleine, wenn ich gelbe Briefe öffne oder so. Dann setze ich mich in der Widerstandsgruppe zusammen und überlege mir so, das fühlt sich irgendwie schwach an. Dann treffen wir uns jetzt halt immer in einem Zoom-Raum oder wenn es geht, Präsenz zum gelbe Briefe öffnen und dann Sekt trinken. Der nächste Punkt ist, und das ist auch ganz wichtig und wir dürfen das nicht vergessen, die Repression bei der Planung von Protesten schon mitzudenken und so Dilemmasituationen zu schaffen. Also sich Proteste auszudenken, wo die Polizei zum Beispiel in diesen Fällen eigentlich nur falsch reagieren kann oder wo eine Institution, gegen die ich protestiere, nur irgendwie schlecht reagieren kann. Ebenso, dass am Ende ein Ziel erreicht werden kann. Das kann zum Beispiel sein, da habe ich letztens ein Beispiel gelesen von FriedensaktivistInnen, die zu einer Fabrik hingegangen sind, Fabrikgelände, wo Teile für Waffen produziert wurden und zeigen wollten, der Öffentlichkeit klar machen wollten, dass dort Waffen produziert werden und dass diese Firma boykottiert gehört. Davor täglich hingegangen sind und dort einen Baum gepflanzt haben und dann gefilmt haben, wie die Securities dort den Baum rausgerissen und die Leute weggeprügelt haben und dann täglich die News waren, guckt mal, die sind gewaltvoll. Und natürlich wurde man dann immer noch weggeprügelt und der schöne Baum rausgerissen, aber die Message war da und die konnten sich richtig machen, weil die können ja nicht die Leute dort mit ihrem Baum einfach sitzen lassen und dann ist man so, oh, guck mal hier und wir haben hier einen Baum gepflanzt, das ist super und dann geht dann das nächste Stück und noch näher ran, irgendwann werden die einen wegprügeln. Solche Dilemmasituationen sich zu überlegen, sie können es nur falsch machen, dass wir als Bewegung uns diese Kreativität bewahren und wirklich daran denken, dass wir jede Ebene der Bewegung und jede Widerstandsgruppe und jede neue Person, die dazukommt, kann diese geile Idee haben, die die Leute, also die Behörden, die unsere Antagonistinnen in Dilemmasituationen bringt, dass wir diese Ressource wirklich anzapfen und mitdenken und da kreativ bleiben. Weil das ist angehen. Es wird sich nicht immer so eine super Dilemmasituation schaffen lassen. Aber alleine, dass ich vorher ordentlich mitdenke, was kommt danach auf uns zu, was für Strukturen haben wir, um diese Menschen aufzufangen, was für Geschichten können wir vielleicht in den Medien erzählen, um das zu nutzen, um dann Backfiring draus zu bekommen, um Dilemmata zu schaffen, das ist super wichtig, das mitzudenken. Und als letzten Unterpunkt da habe ich noch die Idee mitgebracht, sich über Repression lustig zu machen. Das kann auch sehr im Umgang damit helfen und einfach irgendwie die Gravität rausnehmen ein bisschen. Da habe ich einen Artikel verlinkt drunter. Aus der Süddeutschen Zeitung den Artikel von Bernd Kastner über Wolli und das Sekundenkleber-Transportverbot. Bitte lest euch den mal durch, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Es ist so brillant. Wolli ist mit diesem riesen Uhu-Fass in München auf dem Marktplatz und unten unter der Decke klebte eine Sekundenklebertube und die Polizei musste das dann beschlagnahmen und dann kam die nächste irgendwo her und dann hat er nach der nächsten gerufen und dieser SZ-Artikel, SZ ist ja auch echt keine kleine Zeitung, ist so unfassbar witzig und das nimmt natürlich krass die Ads raus und mit diesem Punkt müssen wir echt vorsichtig sein, also wir müssen wir klug drüber nachdenken, wir wollen uns nicht einfach nur über Repression lustig machen im Sinne von wir nehmen das nicht ernst und delegitimieren vielleicht die Angst auch, die Menschen davor haben oder den Druck, den das ausübt. Aber wir können trotzdem gemeinsam uns dadurch auch einfach erleichtern. Nur als so ein wichtiges Mittel, um einen Umgang mit Sachen zu finden. Und ich glaube, es ist durchaus möglich, das auf eine Art und Weise zu schaffen, dass sich Menschen dann nicht irgendwie ignoriert finden oder ignoriert fühlen oder nicht ernst genommen in der Angst vielleicht, sondern dass wir das beides schaffen können. Und der dritte wichtige Punkt ist Austausch in der Bewegung. Das, was wir jetzt quasi schon kurz gemacht haben. Wir lassen das nicht unter den Tisch fallen. Wir kehren Repression nicht zur Seite als, ja, das passiert, ist halt nervig, aber wir müssen ja weitermachen bei Klimakrise. Sondern wir treten in Austausch darüber. Wann hast du dich da scheiße mitgefühlt? Und das ist okay, dass du dich richtig scheiße damit gefühlt hast und dass es dich hat richtig schwach fühlen lassen. Und so eine Erfahrung hatte ich auch schon. Aber dann guck mal hier, das war meine Erfahrung, wo ich mich stark gefühlt habe. Und lass uns jetzt gemeinsam überlegen, wie wir uns vielleicht mit der schwachen Erfahrung doch wieder stärker fühlen können. Und dieser Austausch ist, glaube ich, so wertvoll und so wichtig. Und auch das, was das Einstiegsfreundliche auch bedeutet.
wenn Menschen dazukommen, um an einer ungehorsamen Versammlung teilzunehmen und wir dann einen Austausch haben, irgendwie in der Widerstandsgruppe, wo es darum geht, was habt ihr schon für krasse Erfahrungen gemacht, wie seid ihr damit umgegangen? Und wenn wir uns darüber austauschen, dann verbindet das Menschen auf eine menschliche Art und wir sind bereit, auch wir wissen, da ist diese Gruppe da, die das gemeinsam trägt und wir können uns da auch gemeinsam reingeben und können diesen Mut auch finden. Ich glaube, das ist auch ein unfassbar wichtiger Punkt. Genau, das sind so die Hauptpunkte, die ich euch da mitgeben wollte. Ich habe noch eine letzte Folie. Es ist hier ein bisschen hell, man sieht es nicht so gut. Auf diesem Bild seht ihr hier Kim und da mich. Auf einem Baumhaus, wir werden gerade vom SEK geräumt. Und ich zeige so hier in die Kamera. Und ungefähr so war auch der Vibe. Ich wollte das Beispiel noch ganz kurz am Ende mit anführen, als eine gute Dilemmasituation, die gut funktioniert hat. Wir haben dann ein Baumhaus gebaut, mit Forderungen an die Stadt Passau gestellt, das war vor letzte Generationszeiten. Und die Polizei ist den ganzen Tag über mit so einer riesen Hebebühne, der Einsatzleiter, immer wieder zu uns hochgefahren und war so, komm bitte runter, wir wollen das doch im Gesichtswahn für alle Parteien lösen. Und so, und wir sind da halt oben und sind so, unser Idealfall ist, dass wir hier runtergeräumt werden, weil dann gibt es übelst Aufmerksamkeit. So, wir halten hier schon auch ein paar Tage drauf durch und das wäre auch cool und dann haben wir halt auch noch ein bisschen unsere Forderungen gebroadcastet. Aber wir wollen schon, dass wir uns früher oder später übelst den Tamtam hier runterholen, damit Leute sich wiederum darüber aufregen können. Und die Polizei hat es nicht gecheckt in dem Moment. Die hat versucht uns zu überzeugen, dass es doch viel besser für uns wäre und sonst müssten wir euch vielleicht räumen und wir sind dann so, go for it, Kapitel. Und dann ist es auch passiert. Und das ist halt auch eine geile Dilemmasituation gewesen. Und eben immer wieder diese Ideen zu finden, ist, glaube ich, nice. Ja, und dann habe ich noch am Ende wiederum ein Zitat aus dem Artikel, den ich ganz am Anfang, als ich gesagt habe, warum gibt es eigentlich Repression gegen uns, da wird ein zitiert hatte, das will ich euch noch kurz vorlesen, weil ich es irgendwie ganz, ganz schön fand. Letztlich hilft gegen manipulative Hetze ohnehin nur, wie Nelson Mandela es einmal ausgedrückt hat, Zitat, auf dieselben gleichbleibenden Verleumdungen geduldig und mit der Wahrheit zu antworten. Zitat Ende. Die letzte Generation ist keine Gefahr für die Gesellschaft, sie ist nur eine Gefahr für die herrschende Politik. Aber freilich, noch ein zweiter Schluss lässt sich aus dem von Sieber, das war dieser Polizeipsychologe, geschilderten Muster ziehen. Wer nämlich lärmend vor einer Radikalisierung der Klimabewegung warnt, hat damit nur öffentlich zugegeben, dass er nicht beabsichtigt, auch nur einen Finger für wirksamen Klimaschutz krumm zu machen. Sonst bräuchte er keine Radikalisierung zu fürchten. Sprich, diese Repression gegen uns attestiert uns, dass wir genau das Richtige tun. Sie ist super beschissen, weil sie krass anstrengend ist und weil sie unsere Leben richtig doll einschränkt. Sie ist auch super beschissen, weil sie zeigt, dass die Menschen, die gerade Macht haben in unserer Gesellschaft, kein Interesse daran haben, eine gerechte Gesellschaft zu haben und Menschen zu schützen. Und trotzdem machen wir das halt, weil irgendwer muss es tun. Und ich glaube, dass wir gemeinsam, wenn wir gemeinsam intelligente Wege finden, wenn wir uns austauschen, wenn wir ineinander Kraft finden, dem zu begegnen, dass wir das auch weitermachen können. Ich habe da tiefes Vertrauen rein, weil sonst hätten wir es nicht schon 2 Jahre gemacht und die Bewegung da lange schon davor. Danke, dass ihr das macht.